Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Discover Thailand. Der eine oder andere erkennt es vielleicht, das ist das Boot Richtung Bang Krachao, die grüne Lunge von Bangkok, die hätte ich ja vor ein paar Tagen schon mal gezeigt. Das kann ich auch hier nochmal verlinken. Heute werde ich allerdings eine Fahrradtour mit meiner Freundin machen und wir werden auch noch ein schönes Café auf Bang Krachao besuchen. Also seid gespannt auf das heutige Video. Okay, Kap Kon Kap. Und so schnell geht's. Ungefähr eine Minute später sind wir wieder auf der anderen Seite des Flusses. Überfahrt hat 10 Baht gekostet, aber das habe ich ja schon im letzten Video erwähnt. Diesmal werden wir uns allerdings ein Fahrrad mieten. Und das ist jetzt hier die Fahrradvermietung direkt am Pier. Hier stehen auch nochmal die verschiedenen Preise. Pro Tag kostet es 70 Baht oder pro Stunde 30 Baht. Ich würde auf alle Fälle empfehlen, gleich für den ganzen Tag zu mieten. Denn pro Stunde rentiert sich eigentlich nicht. Man ist ja auf alle Fälle mehr als 3 Stunden unterwegs. Das ist jetzt das Fahrrad, hat wie gesagt 70 Baht pro Tag gekostet. Und auch mit einem kleinen Korb hier vorne. Es hätte noch ein bisschen modernere Mountainbikes gegeben. Allerdings hätten die dann keinen Korb gehabt. Und das Schöne ist, man kann halt hier vorne noch was reintun. Beispielsweise kann man den Rucksack hier vorne reintun oder ein paar Getränke. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los und erkunden die Insel zusammen. Aktuell hier noch auf den etwas kleineren Nebenstraßen, aber man hört hier auch schon den Hahnkrähen. Also wirklich richtiges Landfeeling hier. Und wenn man jetzt hier noch ein Stückchen weiterfährt, dann kommen die kleinen Radwege, die durch den schattigen Dschungel gehen. Nach einer leicht holprigen Fahrradfahrt sind wir jetzt hier angekommen. Man muss zur Verteidigung auch sagen, als ich damals meine Freundin kennengelernt habe, konnte sie noch gar nicht Fahrrad fahren. Das heißt, ich habe sie so ein bisschen beigebracht und dafür hat es dann doch relativ gut geklappt. Das ist jetzt schon das Café. Das habe ich in einem anderen Video vom Bauchgesteuert TV gesehen. Kann ich das Video mal hier oben verlinken. Wirklich richtig schönes Café. Das ist jetzt, glaube ich, noch der untere Bereich. Und man kann da hinten noch nach oben laufen, hinten auch in den Garten laufen. Bin ich jetzt mal gespannt auf dieses Café hier. Vielleicht schauen wir uns das erste Mal den Garten an. Da sind lauter so schöne Bambushäuschen. Hier kann man sogar mit dem Boot entlang fahren durch den Garten hier. Das werde ich nachher auf alle Fälle auch machen. Hier in der Mitte ist auch noch so eine Plattform. Also man kann sich entweder, so wie es ausschaut, hier unten direkt ans Wasser setzen. Was aber noch spannender fast schon ist, ist ganz da oben, da kann man noch hochgehen und da hat man bestimmt eine richtig schöne Aussicht über den Garten. Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt mal wieder runter, versuchen nach ganz oben zu kommen und dann werden wir vielleicht nachher noch mit dem Boot hier durch den Garten fahren. Schon richtig abenteuerlich hier rumzukraxeln, aber macht richtig Spaß hier. Also bis jetzt bin ich schon mal begeistert, erster Eindruck. Top. Also hier steht jetzt Upstairs for Photography Only. Also so wie es ausschaut, darf man oben nur Fotos machen und gar nichts oben essen. Aber schauen wir mal, vielleicht schreibt man das auch nur hin, damit dann oben die schönen Plätze für mich frei sind. Also hier kann man sich sicherlich auch hinsetzen. Allerdings der schöne Part dürfte dann erst hier sein, wo diese Wendeltreppe dann nach oben geht. Aber selbst hier sieht man schon, einen relativ schönen Ausblick über diesen Garten hier. Echt richtig schön. Und jetzt geht's hoch die Wendeltreppe. Bisschen wackelig, aber wow, hier oben ist kein Mensch. Hier bin ich ganz allein. Schaut euch das an. Fast schon wie so ein Bett hier. Und dann ist das hier die Aussicht über Bang Krachao. Schaut euch das an, überall Palmen. Wirklich traumhaft. Und da unten ist dann mehr oder weniger das Café.
Und hier oben ist fast nur der Fotospot. Also ich würde hier sofort eine Nacht schlafen. Es ist ja eigentlich fast wie im Bett. Ich meine, es gibt ja auch einen Homestay. Allerdings kann man dann bestimmt nicht hier oben schlafen. Aber von der Aussicht ist es wirklich traumhaft. Also vielleicht kann man hier oben doch schlafen. Eine Sache habe ich entdeckt. Schaut mal hier. Wenn das mal keine Dusche ist. Also vielleicht ist das hier wirklich ein Zimmer, was man mieten kann. Hier auf alle Fälle ein Wasserhahn. Schauen wir mal, ob der... Also funktioniert auf alle Fälle. Das ist ja mal Hammer. Also muss ich dringend mal recherchieren, ob man wirklich hier oben auf diesen Art Balkon, ob man hier oben schlafen kann. Das wäre ja wirklich wahnsinnig, hier eine Nacht im Dschungel zu verbringen. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder runter. Aber davor möchte ich euch noch einmal die Aussicht zeigen. Wirklich atemberaubend hier oben. Und da unten ist dann der Garten, wo wir dann nachher was trinken können. Auch eine Runde mit dem Boot fahren. Aber wow. Unglaublich einfach nur. Also wir haben uns jetzt hier einen Sitzplatz im Garten gesucht. Das ist die Menükarte und ist tatsächlich günstiger als ich dachte. Also zum Beispiel kann man hier mal schauen. Zum Beispiel Thai Tea 40 Baht. Klar, ein bisschen teurer als hier auf der Straße, kostet da 20, 25 Baht. Aber ein Café wie hier zahlt man normalerweise schnell mal 60 Baht, 70 Baht, sogar 80 Baht. Von daher ist es eigentlich vollkommen okay. Das Essen ist jetzt angekommen. Wir haben uns bestellt Patrak Pao Seafood. Dazu noch mit einem gebratenen Ei drüber. Und natürlich Thai Tea. Ich muss gestehen, ich habe ihn vorhin schon probiert, da das Essen eine ganze Weile gebraucht hat. Der ist aber richtig schön stark. Also man schmeckt richtig den Tee raus. Nicht zu süß. So ist eigentlich genau perfekt. Weil manchmal, wenn man diesen ganz günstigen Thai Yen bestellt, dann ist er einfach nur pappsüß. Schmeckt aber gar nicht nach Tee. Und jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht nehme ich erstmal ein bisschen vom Omelette und vom Reis. Schauen wir mal. Also wirklich sehr lecker mit dieser typischen Patka Pao Würzung. Vielleicht nehme ich als nächstes so einen leckeren Tintenfischring. So, eine Sache muss ich jetzt natürlich noch ausprobieren. Und zwar mit diesem Boot zu fahren. Okay. Und jetzt geht es natürlich noch mit dem Paddelboot eine Runde hier durch den Garten. Muss ein bisschen aufpassen, dass man nirgendwo dran fährt. Was aber schon richtig lustig war, als wir ins Boot eingestiegen sind, hätte es mich fast ins Wasser gelassen, weil es ja so wackelig ist. Und alle Leute, die dort draußen saßen, haben alle gekreischt. Und ich habe mir nur einen abgelacht. Aber wirklich richtig entspannt. Die ganzen Thais sind ein bisschen zurückhaltend, haben alle Angst. Wahrscheinlich auch ein bisschen berechtigt, nachdem sie mich ins Boot steigen sehen haben. Aber ist doch richtig cool. Und hier daneben, da haben wir die ganzen Tiere. Ist ja gut. Schaut fast so aus, als würde er gleich auf mich losgehen. Ich glaube, da vorne ist jetzt dann leider dicht. Vielleicht kann ich einmal ganz kurz die Kamera nehmen. Ja, da kommen wir leider nicht weiter. Da müssen wir dann umdrehen. Also das ist wirklich mein Highlight bis jetzt vom Bang Ratchao. Hier durch diesen kleinen... muss ich immer aufpassen, wenn ich Aufnahmen mache, nebenher red und dann auch Boot fahre. Es kann auch mal nach hinten losgehen. Aber das ist wirklich mein Highlight, hier durchzufahren durch den Garten. Und jetzt für alle Hater die einmalige Gelegenheit zu sehen, wie ich eventuell ins Wasser falle. Schauen wir mal. Also wenn ich hier auf die Seite gehe, dann merkt man, das Boot kippt schon. Deswegen. No. Ha, so funktioniert das doch einigermaßen. Vorhin habe ich mich ganz hier hinten hingesetzt. Ich dachte, das wäre die Bank. Statt mich hier hinzusetzen, haben alle gelacht und geschrien. Aber hat doch funktioniert. Inzwischen sind wir auch schon wieder beim Fahrradparkplatz angekommen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach noch ein bisschen hier durch die Gegend. Schauen mal, ob wir noch irgendwas Interessantes entdecken. Es gibt hier natürlich noch viele, viele weitere Cafés. Aber sind ehrlich gesagt schon relativ voll. Aber man weiß ja nie, was man entdeckt.
Wir werden auf jeden Fall nochmal zurück nach Bangkrachau kommen. Hier gibt es so viele spannende Orte zu entdecken. Aber für heute schauen wir mal, ob wir noch einen Café dranhängen oder vielleicht noch irgendeinen interessanten Nudelshop entdecken. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was so kommt. Und ansonsten war es auf alle Fälle schon mal ein toller Ausflug. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Café auch besuchen wollen würdet. Für mich war es wirklich das Highlight. Das ist doch mal richtig cool, hier am Fluss entlang zu fahren. Bisschen noch wie das ursprüngliche Bangkok. Hier auch auf der linken Seite mit den ganzen Booten, den Häusern am Wasser. Also wer noch nicht in Bangkrachau war, der sollte hier unbedingt mal vorbeischauen. Wie gesagt, das ist ja nur ein Katzensprung von Bangkok entfernt. Aber richtig schön hier mit dem Radweg am Fluss. Gerade auch jetzt. Jetzt ist spät nachmittags, jetzt sind die Temperaturen ein bisschen milder. Hier ist auch schön schattig. Das macht richtig Spaß, hier entlang zu fahren. Schaut euch das an. Links sind überall Palmen. Hier auf der rechten Seite, da sind so ein paar Häuschen. Da unten ist auch so ein, ja, halber Fluss. Schrägstrich Mangrovenwald. Ah, jetzt laufen da vorne welche. Mal schauen, ob wir da durchkommen. Und jetzt haben wir unterwegs doch noch ein Café gefunden. Das heißt Hidden Woods. Schaut euch das an. Wirklich, als wäre man im Wald. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon schon aufpickt. Auf jeden Fall plätschert hier im Hintergrund ein Wasserfall. Da laufe ich mit euch jetzt mal hin. Meine Freundin steht schon da. Schaut mal hier. Da hat man wirklich einen künstlichen Wasserfall gemacht. Hier oben plätschert das Wasser runter. Und hier oben sind auch diese ganzen Luftbefeuchter, die natürlich noch mehr Dschungelfeeling hier machen. Ist auch richtig angenehm, hier so ein bisschen drunter zu stehen. Eine kleine Erfrischungsdusche, fast schon. Sind über den ganzen Weg hier verteilt. Das macht natürlich nochmal extremes Dschungelfeeling hier. Wo ist denn jetzt das Café? Irgendwo da vorne müsste es sein. Also hier ist jetzt doch nochmal ein ganzes Eckchen teurer als das Restaurant von vorhin. Hier war das günstigste oder fast das günstigste Getränk, die Cola, die hat jetzt 50 Baht gekostet. Der Thai Tea hätte hier sogar 89 Baht, also fast 90 Baht gekostet. Von daher mache ich jetzt mal die Low-Budget-Variante. Einfach eine Cola und genieße so ein bisschen die Aussicht. Dir auf alle Fälle vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!